Und damit mal wieder ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und wir spielen heute mal wieder ein schönes weiteres Indie-Horror-Spiel und zwar das Spiel Bonbon. Das haben mir viele von euch in den Kommentaren vorgeschlagen und Corruptus hat das ja glaube ich auch vor einiger Zeit mal gespielt, ich glaube ist noch gar nicht so lange her. Jedenfalls dachte ich mir, ich gucke mir das jetzt auch einfach mal an, das Ding, weil ihr wollt es ja sehen, ne? Und so viel ich weiß, spielen wir in dem Spiel ein Kind und müssen so verschiedene Aufgaben erledigen. Wie das Ganze genau abläuft, weiß ich natürlich nicht. Sich bei einem Horrorgame vorher zu spoilern, wäre ja auch blöd. Aber ich würde sagen, Freunde, wir steigen einfach mal direkt ins Spiel ein. Vergesst ihr wie immer nicht, das Video zu bewerten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und drückt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Leute. Und wir drücken jetzt einfach mal auf Start und spielen Bonbon. Der Name ist eigentlich nicht gruselig, ne? Naja. Okay, Freunde, hier befinden wir uns jetzt im Spiel und können uns jetzt hier auch so ein bisschen umsehen. Und können wir auch irgendwas machen? Ah, keine Ahnung. Okay, wir können uns auf jeden Fall umsehen. Und, okay, jetzt fokussieren wir uns auf dieses merkwürdige Hundespielzeug. Okay, oh, wir können mit dem Hund spielen. Okay. Guck mal. Okay, das ist cool. Was können wir noch machen? Mit WASD können wir uns bewegen. Okay, cool. Okay, wir befinden uns hier scheinbar in irgendeinem Hinterhof, also in irgendeinem Garten von einem, in einer großen Wohnsiedlung, so wie das aussieht. What? Was ist das? Alle kurz beruhigen. Alle kurz beruhigen. Also, Freunde, wir sind jetzt gerade grob 2 Minuten im Spiel. Noch nicht mal, wir sind eine Minute im Spiel drinne. Spielen hier im Garten schön mit Spielzeugen. Es ist wirklich ein sonniger Tag. Ja? Ist leicht bewölkt, aber die Vögel zwitschern. Der Wind streicht sanft über die Blätter, die hier an diesen Bäumen hängen. Und da steht irgendein Vieh. Direkt. Was ist das? Ich gehe mal langsam drauf zu. Was ist das? Alter, das ist einfach eine riesige Ratte. Und die macht auch Geräusche. Hört ihr das? Hört ihr das? Alter, richtig creepy. Okay. Okay. Oh, was ist jetzt passiert? Bin ich gestolpert? Hingefallen? Oh, lol. Okay. Keine Ahnung. Hi. Du bleibst da. Du passt auf. Okay. Gucken wir mal. Was müssen wir denn machen? Kann ich auch sprinten? Okay, sprinten kann ich nicht. Ich gucke einfach mal, ob ich reingehen kann. Ich fühle mich hier draußen im Garten nicht wohl. Mit der riesigen Ratte. Ist ein bisschen gruselig. Kann ich hier rein? Okay, ich kann hier nicht. Oh, man hört einfach die Ratte, ne? Die macht so komische Geräusche, so. Es ist richtig creepy. Aber gut, okay. Wir beachten das Vieh einfach erstmal gar nicht. Sollen wir noch was mit dem Hund machen? Ich kann den Hund auf jeden Fall aufheben. Okay, ich kann zu dem Hund auch Hallo sagen. Wir sagen jetzt mal Hallo zu dem Hund. Wir können uns auch so ein bisschen angucken. Aber wir sagen erstmal Hallo. Nö, ich bin raus. Nein, nein. Nicht mit mir. Nein. Ich meine, Freunde, was ist das? Was ist das? Wir spielen ein Kind. In einem Garten drinne. Wir spielen mit Spielsachen. Hört euch das an. Ich sag jetzt, Hallo, Wobbly Dog. Es ist ein wenig gruselig, möchte ich nur mal anmerken. Hi. Okay. Wir sollen wieder reinkommen und wir sollen 4 Bälle finden. Wir sollen 4 Bälle ins Haus bringen für unsere Mom. Okay. Ein Ball liegt ja hier schon. Hier liegt noch einer. Hi. Hi. Ich nehme nur den Ball. Bleib du da. Pass du auf. Okay. Play with Mrs. Purple. Okay, dieser Ball heißt Mrs. Purple. Ich kann also auch Hallo sagen zu Mrs. Purple und ich kann Mrs. Purple auch werfen. Okay, dann bringen wir die mal da rein. Okay, die liegt jetzt da oben. Alles klar. Und rollt weg. Das ist nicht gut. Du sollst da oben bleiben. Bitte bleib da oben. Komm schon. Mach. Ey, es klingt so, als würde sich irgendwas hinter mir bewegen. Unglaublich creepy. Okay, wir werfen den Ball. So, wir haben hier oben ja schon den gelben Ball. Das heißt, wir müssen insgesamt 4 Bälle finden.
Wie soll ich denn vier Bälle finden? So, da ist ein Ball drinne und da ist Ball Nummer zwei drinne. Okay, wir brauchen aber noch zwei weitere. Also wir müssen jetzt schon, wie ich es auch bereits im Intro gesagt habe, wir müssen hier so kleine, ist das ein Ball? Nein. Wir müssen hier so ein paar Kleinigkeiten quasi... Oh, ich kann Hallo zu dem Ding sagen? Okay. Alles klar. Wir müssen also wie so kleine Aufgaben erledigen. Ist das hier auch ein Ball? Bouncy Hopper? Ich schmeiß das Ding mal. Kann ich das über den Zaun werfen? Bin ich so stark? Geht das? Ja, es hat funktioniert. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das Ding als Ball zählt. Aber wo soll sonst noch ein Ball sein? Ich meine... ganz ruhig. Hier ist sonst... Ah, hier ist noch einer. Guck mal. Mrs. Apple. Ich meine, man versteht so ungefähr. Das ist ein Kind, ne? Also wir sind irgendein kleiner Junge. Und wir sollen Mrs. Apple sagen. Und man hört irgendwie so Mrs. und man hört auch Apple raus. Aber es klingt unglaublich, wirklich, wirklich gruselig. Ich übertreibe nicht. Es ist wirklich creepy. Wir schmeißen einfach mal den Ball. Nein. Nein, rein bitte. Da, über den Zaun, über... Danke, danke, es geht doch. Okay, ich hoffe einfach mal, dass der große rote Ball auch als Ball zählt. Und dass es nicht irgendwie, ja, so ein Hüpfding ist oder so. Und dass der auch... Zählt der als... Das ist kein Ball. Okay, der große... Das große... Nein, nein, ich... Ja, ich hole den letzten Ball, Mami. Ganz ruhig. Das Ding zählt nicht als... Oh! Oh, I see. Das ist die große Ratte. Die ist hierher gekommen. Durch den Zaun. Hi. Ja, hi. Hi. Da ist der letzte Ball. Danke. 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 Ich gehe dann mal. Danke. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Bleib da. Bleib draußen bitte. Mami mag keine Nagetiere drin. Das, oh, es ist wirklich gruselig, Freunde. Es ist wirklich eine verdammt große Ratte. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was es mit dem Vieh auf sich hat. Warum? Ich meine, guck dir das Ding mal an. Das sind locker 2 Meter. Easy. Das sind easy 2 Meter. Oh Gott, Alter. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Es sind alle Bälle drin. Wir können jetzt auch rein. Okay. Wir kommen in die Wohnung. Hoffentlich gibt es hier keine Ratten. Freunde. Okay. Wir gucken unsere Serie. Alles klar? Worum geht's da? Was ist das? Was passiert da? Aber wir haben unsere ganzen Spielsachen hier drin, ne? Auch der Bagger und der Hund, die sind auch da. Kann ich mich bewegen? Ah, okay, ich stehe jetzt auf. Komm, steh doch. Steh auf. Alles klar, ich bin aufgestanden, Freunde. Wir befinden uns jetzt hier im Haus drinne. Guck mal, hier gucken wir so unsere Serie. Okay, hier haben wir unsere 4 Bälle, die haben wir alle reingebracht. Hier haben wir einen wunderschönen Kaminofen, ne? Alles schön warm. Hier haben wir auch noch, wir haben wirklich viele Spielsachen, ne? Eigentlich voll schön. Okay, dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Alter, hier ist wieder so ein Gitter, ne? Wie eben, wo die Ratte hinter war. Das macht mir ein bisschen Angst, wirklich jetzt, ne? Okay, hier ist nichts. Habe ich die Ratte gerade gehört? Mir kam es gerade so vor, als wenn ich die Ratte gehört hätte. Muss ich hier irgendwas machen? Kann ich am Fernseher rumspielen? Mit den Spielsachen, okay? Hallo, Wobbly Dog. Ja, hi. Hi. Ja, geh du mal in die Ecke. Oh. Ja, okay. Find all 4 Rubber Rings. Und mach sie in die Kiste. Ruhe. Mach sie in die Kiste. Okay, wir haben hier einen Ring. Das ist Purple Ring. Den kann ich hier in die Kiste schmeißen. Und das ist, Red Ring. Hi. Der kann auch in die Kiste. Okay. Und wir müssen 4 von diesen Ringen, da ist noch einer. 4 von den Ringen müssen wir in die Kiste werfen. Das ist Blue Ring. Hi. Der kommt auch in die Kiste rein. Ah, das war nicht die Kiste. Warte, komm, komm her. Komm. Ab in die Kiste. Sehr gut. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Ring. Aber hier ist nirgendwo. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder die Ratte und bringt. Hier ist der letzte Ring. Jesus Christus, danke. Okay, das ist Green Ring. Hi. Okay. Geh mal. So. Und noch ein bisschen weiter. So, in die Kiste. Das war nicht die Kiste. Okay. Und das waren 4. Und jetzt? Find all 4 Monster Blocks and put them in the box for Mommy. Okay. Diese Blöcke hier.
Alles klar, ab in die Kiste. Das ist Block Nummer 1 gewesen. Wo sind die anderen drei? Suchen wir. Okay, hier ist noch einer. Okay, das ist Pink Monster. Ich sag jetzt einfach allen Dingern mal Hallo. Vielleicht muss ich das machen. Vielleicht ist das wichtig. Keine Ahnung. Ich mach das einfach mal. So, komm, geh da rein. Rein, easy, easy. Okay, das war Nummer 2. Fehlen nur noch zwei weitere. Hier ist noch irgendwie so eine kleine Figur. Was ist das hier? Georgie. Wer ist... Ah, so ein Roboter oder so. Hello, Georgie. Okay, hi. Guck mal, der fährt sogar. Voll cool. Okay. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Block. Wer ist das? Wer ist das? Hello, Pink Monster. Hi, hi, okay. So, du kommst auch in die Box rein. Alle müssen in die Box rein. Auch du, mein Freund, auch du. Hier, zack, einmal rein. Okay, sehr gut. Fehlt nur noch einer. Okay, das ist da der letzte? Ja, guck mal, hier ist er. War der schon die ganze Zeit da? Ich weiß es nicht, ich nehme ihn mal. Das ist Blue Monster. Hi, okay. Der kommt auch in die Kiste. Oh, der... Oh! Hi! Ich wollte gerade sagen, hey, der Fernseher ist aus. Und dann war unser Freund wieder da. Bisschen creepy. Oh, was hat er denn da in der Hand? Find all 4 tiny people and put them in the box for mommy. Also wir müssen 4 von diesen kleinen Figuren finden. Also ich denke mal von den Figuren da. Und unser Rattenfreund hat auch schon wieder so ein Ding in der Hand. Ich habe gerade eine Vermutung, worum es in diesem Spiel geht. Ich werde meine Vermutung aber noch nicht sagen. Obwohl doch, ich sag's einfach mal. Aber wir sagen erst... Hallo, Tiny Lady. Ich glaube, in diesem Spiel geht es darum... Ich glaube, diese große Ratte... Ich glaube, das ist von diesem Kind der große imaginäre Freund. Ich glaube, darum geht's. Und wenn ich raten müsste, würde ich auch sagen, dass der Name von der Ratte Bonbon ist. Aber... Oh! Ruhig! Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Hello, Tiny Man. Hi. Die Ratte hat mir da gerade schon die Puppe hingeworfen, die letzte. Die muss ich mir gleich wegholen. Ich warte aber noch kurz. Ich werfe erst den... Ja, ja, Tiny Man. Hi, geh in die Kiste, bitte. Geh in die Kiste. Komm, 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 komm. So, wir machen erstmal den Tiny Man rein. Jetzt ist da eine Figur. Ich glaube, die Figur hole ich lieber zuletzt. Bleib bitte da. Ich bringe erst alle anderen Figuren weg. Und dann hole ich mir erst die letzte bei der Ratte. Ich glaube, das ist am sichersten so. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber ich glaube, es ist am sichersten. Aber ich finde die letzte Figur nicht. Wo ist denn die? Ich habe jetzt 2 Stück hier drinne. Das heißt, 2 muss ich noch finden. Eine ist auf jeden Fall da. Ich meine, die sehen wir ja. Aber wir brauchen noch eine dritte bzw. 4. Figur. Hier auf dem Tisch, das ist ein Telefon. Das da hinten ist irgendwie so eine Raupe oder so. Aber wir brauchen noch eine weitere Figur. Hier ist Yellow Face. Hi. Ja, hi. Okay. Ist hier hinten noch irgendwo was? Nee. Okay, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein und hol mir diese Figur bei der Ratte weg. Hi. Oh, ja, die Ratte heißt Bonbon. Okay. Okay. Okay, und ich kann hier Tiny Man nehmen. Alles klar. Die Ratte heißt Bonbon. Ich glaube, das ist unser imaginärer Freund, Freunde. Ich glaube, das soll in diesem Spiel dargestellt werden. Das... Oh, der hat noch eine weitere. Hi, Bonbon. Kannst du mir die geben? Kannst du mir die geben, bitte? Komm schon, Kumpel. Bitte. Willst du irgendwas haben? Ich geb... Hä? Ja, ich bin am Aufräumen. Ganz ruhig. Gib mir bitte das Ding. Ich muss aufräumen. Komm schon, Bonbon. Ja, danke, danke. Oh, was ist jetzt los? Der Screen ist schwarz geworden. What's happening? Ich kann nichts sehen. Ich soll meine Augen öffnen? Happy birthday, love. Happy birthday. 1, 2, 3. Oh, you missed one. Try again. There you go. Ich sehe nichts. Now, a big birthday slice for you and... Jetzt klingelt. Es klingelt weiter. Back in a minute. Okay. Ich verstehe nicht. Was passiert hier? Wie oft will das noch klingeln? Was ist das für eine Klingel, Mann?
Oh lol. Hi Bonbon. Alter, ganz ruhig Bonbon. Alter, wir sitzen hier am Tisch, wir haben ein riesiges Geburtstagsküchen gegessen, ne? Irgendwie telefoniert unsere Mom gerade und Bonbon setzt sich einfach bei uns an den Tisch dran. Hi. Hi. Okay, soll ich irgendwas machen? Soll ich aufstehen oder so? Willst du Kuchen? Ich hab... Hier, nimm. Oh. Willst du noch ein Stück? Willst du noch ein Stück? Ja, hier, nimm. Soll ich sagen, no, Bonbon? Nicht den Kuchen essen? Doch, ess den. Hier, ess den Kuchen. Friss. Iss ruhig. Mach, aber tübe nichts. Oh, Jesus Christus. Ja, nimm den Kuchen. Ess ihn. Oh Gott. Ich kann nicht noch mehr Kuchen geben. Da ist das letzte Stück. Da, das letzte Piece. Nimm es. Und jetzt no, Bonbon. No. Böses Bonbon. No. Es gibt keinen Kuchen mehr. Fun ist... Okay, da ist noch ein Stück. Okay, hier. Ich bin, I don't want to die. Ich will nicht sterben. Ess ruhig den Kuchen. Willst du noch eins? Hm? Du hungriges... Oh Gottchen. Komm, hier. Das ist aber das letzte Stück, ne? Mehr haben wir nicht. Das war's. Das Ende. Fun's over. Bro. Es ist kein Kuchen mehr da. Guck nicht so. Es ist kein Kuchen mehr da. Junge, willst du die ganze verdammte... Hier, nimm das verdammte Telefon. Nimm das. Hier, go away, Bonbon. Geh weg. Ich habe... Hör doch auf zu klopfen. Es ist kein... Oh Gott, ich glaube, er wird böse. Geh doch weg, bitte. Ich hab... Okay. Er hat ein... Who made all this mess? Come on, it's about time for you. Er hat den ganzen Kuchen gegessen. Einfach so. Es war mein Geburtstagskuchen. Es ist ein bisschen gruselig so langsam, muss ich sagen. Okay, hier haben wir... Hello, Daddy? Wer ist Daddy? Hä? Once upon a time, there was an old miller who had two children who were twins. The boy twin was named Hans, and he was very greedy. The girl twin was named Hilda, and she was very lazy. Hans and Hilda had no mother, because she died whilst giving birth to their third sibling named Engel, who had been sent away to live with the gypsies. Hans and Hilda were never allowed out of the mill, even when the miller went away to the market. Was giving birth to a beautiful litter of 13 baby rats, who grew fat on the miller's grain and lived happily ever after. Das war ein sehr gruseliges Märchen. Ich glaube, ich habe euch hier jetzt gerade einen Abschnitt reingeschnitten, wo ich euch sage, worum es in dem Märchen ging. Danach geht das Spiel weiter. Viel Spaß. Ja, Freunde, ich gehe einfach mal davon aus, dass nicht jeder von euch perfekt Englisch kann und der Typ hat auch ziemlich genuschelt, während wir gerade dieses Märchen gehört haben. Ich habe euch den Part quasi rausgeschnitten, weil es war wirklich extrem lang. Man hat nicht alles verstanden, aber ich habe euch das Ding mal grob zusammengefasst und ich sage euch jetzt einfach mal kurz, worum es in diesem Märchen ging. Es ist relativ creepy, aber so ist es mit Märchen. Es ging in diesem Märchen quasi um drei Geschwister, die Kinder von einem Bäcker waren. Und eins von diesen Kindern ist wohl irgendwie, wurde irgendwie verkauft oder ist weggelaufen oder so. Und die beiden anderen Kinder wollen dann halt quasi sozusagen ihren Bruder retten. Also es sind zwei Brüder gewesen und eine Schwester. Und die beiden Kinder gehen dann in den Keller rein, also in den Keller von der Mühle, von dem Vater. Und finden da eine dicke, fette, braune Ratte. Und diese dicke, fette, braune Ratte sagt dann: Wenn ihr mir das ganze Korn von eurem Vater gebt, werde ich euch helfen,
euren Bruder zu retten. Und naiv wie die Kinder sind, machen die das natürlich, geben der Ratte das ganze Korn, was der Vater auf Lager hatte. Und die Ratte frisst sich dann fett und verschwindet einfach wieder. Und der Vater kommt dann halt nach Hause und das ganze Korn ist weg, er kann keine Brote mehr backen und er sagt dann, die Familie wird verhungern und so weiter und sperrt die Kinder dann als Strafe in den Keller. Und dann kommt die große, dicke, braune Ratte wieder raus und sagt dann halt, yo, ich helf euch, aber ich helf euch doch erst, wenn ich die Schwester heiraten darf, ja? Die dicke, fette Ratte will also das kleine Mädchen heiraten. Da fängt dann so langsam der Teil an, wo es ein bisschen abgefuckt wird. Und ja, die Kinder organisieren dann eine Hochzeit und besorgen sich auch Hochzeitskleider und so ein Zeug. Und ja, immer noch mit dem Hintergedanken, um halt ihren Bruder zu retten. Und der Vater kommt dann nach Hause und sieht dann, dass die Kinder Hochzeitsklamotten anhaben und sperrt sie wieder in den Keller. Und im Keller hat dann die Ratte irgendwie schon angefangen, die Hochzeit zu organisieren. Und ja, da sind dann noch ganz viele andere Tiere, eine dicke Spinne, einen Wiesel und Raben. Das ist halt so die Hochzeitsgesellschaft quasi, sag ich mal. Und dann heiraten quasi das junge Mädchen und die dicke, fette Ratte. Und die Ratte sagt dann zu dem Jungen, yo, du musst hier durch so einen Geheimgang gehen, dann kannst du deinen Bruder retten. Und der Bruder ist dann auch voll konfus, so, scheiße, meine Schwester hat jetzt eine Ratte geheiratet. Und der Bruder haut dann halt quasi ab, kommt nie wieder. Er hat dann noch versprochen, er will seinen Bruder erst retten und dann seine Schwester von der Ratte retten. Und in der Geschichte wird er dann ein Bettler und hat niemanden gerettet. Und am Ende sagt dann der Erzähler noch, dass halt das junge Mädchen dann halt mit der Ratte zusammengelebt hat und hat dann halt später 13 junge Rattenbabys zur Welt gebracht. Und die wurden dann dick und fett und haben mehr von dem Korn vom Bäcker gefressen. Eine sehr, sehr merkwürdige, leicht gruselige Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das mit unserem Spiel zu tun hat. Aber das Rattensetting, das passt auf jeden Fall. Okay, Freunde, wir sind jetzt... Wo sind wir hier? Oh, wir sind in unserem Kinderzimmer. Okay. Wir sind in unserem Kinderzimmer. Da drüben haben wir eben geschlafen. Oder da schlafen wir sogar noch. Hier unten stehen überall diese ganzen Puppen irgendwie. Sehr creepy. Hier leuchtet irgend so ein Ding. Okay. Oh! Ruhig, ruhig. Oh, die ganzen Puppen fliegen hier rum. Okay. Oh lol, was ist denn das da? Beten die irgendwas an? Was sind das für Viecher? Himmelarsch und Zwirn. Okay, liegt da noch jemand im Bett? Nee, okay, wir sind wach. Oh. Oh, oh. Ratte? Bonbon? Bist du's? Bonbon, bist du's? Hallo? Hi. Hi. Kann ich raus? Solche. Oh. Ah. Was ist das denn hier? Alter, guck mal. Das Bett ist weg. Hier sind nur ganz viele von diesen kleinen Männchen. Die gucken mich alle an. Und da hinten? Oh, da hinten ist jetzt eine Tür. Okay, ich gehe einfach hier durch. Ich gehe einfach hier durch. Da ist irgendeine große Figur am Ende. Was ist das? Was ist das hier? What? Ah, das ist der Hund. Das ist der Hund. Kann ich hier rein? Soll ich da rein? Soll ich den Hund vielleicht nehmen? Oh. Okay, da ist jetzt offen. Hier, Hund, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich folge dir. Ich folge dir. Ich folge dir, Wobbly Dog. Wo müssen wir hin? Hier ist es einfach komplett dunkel. Ich weiß nicht, träumt der Junge oder so? Ich verstehe es nicht. Und wo ist Bonbon? Ist doch garantiert hier irgendwo. Wo kommen wir hier hin? Zu noch einer Tür? Ist das noch eine Tür? Komm, Wobbly Dog. Mach mal. Mach. Was ist mit dem Hund los? Hallo? Hallo, Wobbly Dog? Willst du da rein? Müssen wir hier durch? Kannst du die Tür öffnen? Hm? Können wir nicht öffnen? Wo bin ich denn hier jetzt? Ah, hier sind... Oh! Ist es die Ratte? Ist es die Ratte? Oh, oh. Was ist jetzt los? Was ist hier los? Ich bin wieder in meinem Bett. Keine Ahnung, ich habe von unten irgendwas gehört. Klang nicht wie unsere Mom.
Sollte ich vielleicht versuchen aufzustehen? Aufstehen vielleicht? Geht das? Nein? Okay, ich kann nicht aufstehen. Ich liege einfach hier und warte. Oder oh! Oh! Hi! Hi! Escape! Escape! Ich soll abhauen! Okay, dann geh, 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 geh! Geh unter der Decke raus! Geh! Oh oh! Oh oh! Was ist hier los? Kann ich hier. Kann ich hier raus? Geh raus, geh raus! Geh! Oh! Oh. Alter! Hat mich die Ratte? Oh oh. Oh oh. Freunde. Unter das Bett, geh unter das Bett. Geh unter das Bett. Unter das Bett. Unter das Bett. Oh. Okay, wir sind unter dem Bett, Freunde. Ganz ruhig. Wir bleiben einfach hier. Guck mal, da ist so ein Monsterblock. Alles ist gut. Alles ist gut unter dem Bett. Freunde, das Monster ist draußen, nicht unter dem Bett. Deswegen sind wir jetzt hier. Okay. Jesus. Leicht gruselig, möchte ich nur mal anmerken. Leicht. Bist schon sehr creepy. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Warten wir einfach. Also ich würde hier warten. Mindestens 2 Tage. Mindestens. Oder kann ich raus? Ich kann mich nicht komplett umsehen. Ich kann nicht bis zur anderen Seite gucken. Muss ich vielleicht raus? Weil ich kann mich immer noch... Ich kann mich noch bewegen. Muss ich bis zur anderen Seite kriechen vielleicht? Oder soll ich jetzt... Oh! Oh oh. Nein, 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 nein. Oh, die Ratte ist auf dem Bett. Die Ratte ist auf dem Bett. Oh shit. Wetten wir, das Gesicht von der Ratte kommt jetzt auf der anderen Seite vom Bett runter. Jesus Christ. Nein, nein, nein. Die kommt nicht an mich dran. Wir sind unter dem Bett. Was? Licht geht an? It's okay, love. Mommy's here. What's he doing in here? Take it downstairs. Okay. Night, kiddo. Happy birthday. Good night, love. Ich war... Oh. Hi. Das war's? Okay. Aber ich verstehe nicht. Was ist hier passiert? War die Ratte in Wirklichkeit klein? Was war das? Es war... Wie... Ich weiß nicht. Es war sehr gruselig. Es war sehr gruselig. Was soll ich dazu sagen? Ich bin sprachlos, ihr merkt es vielleicht. Es war ein sehr nices Spiel. Es war sehr gut. Sehr merkwürdig. Ziemlich creepy. Sehr gruselig. Das Märchen war auch sehr nice, muss ich sagen. Aber wow. Ein sehr gutes Spiel, sehr empfehlenswert. Ist in der Beschreibung verlinkt, Freunde. Sagt mal eure Meinung zum Spiel bitte in den Kommentaren. ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Trevor verabschiedet sich. Ich glaube, unser kleiner Hauptcharakter hat sich das alles nur vorgestellt. Und Bonbon ist in Wirklichkeit nur eine kleine Ratte. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis dahin.